Wir sind Megahertz und ihr seht Mullatschak, die einzige TV-Show, die er wirklich braucht. So ist es. Man kann ja bei euch auch schwer sagen, man, früher waren die viel besser als jetzt die einzelnen Musiker. Wie es halt oft bei Bands ist, die jetzt Revival haben oder so. Mein Gott, früher haben die viel besser. Ich habe vor 20 Jahren schon live gesehen, die waren viel besser. Aber ihr seid ja jedes Mal quasi wieder frisch, könnte man fast sagen. So alle 5 Jahre. Du bist, glaube ich, am längsten von allen jetzt. Aber wie war es für dich? Du, das ist einfach mit diesen ganzen Niederschlägen, die wir hatten. Also es gab schon tatsächlich Strecken, wo man sehr viel Rückgrat zeigen musste, damit man es nicht hinschmeißt. Weil wenn man wirklich so einen brutal in die Fresse kriegt wie wir und dann rappelst dich hoch und dann kriegst du nochmal an, mindestens so krass in die Fresse, dann musst du schon wieder, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Also wenn mir der Lex nicht über den Weg gelaufen wäre, dann wäre das einfach sicherlich beerdigt worden, weil es dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Und als ich den Lexus getroffen habe und mit ihm das erste Mal im Studio war, entstand Fauler Zauber. Und da war es dann klar, dass es sich lohnt, dass es Sinn macht und dass es wirklich. Und dazu kamen dann auch die Resonanzen der Leute während dieser Zeit, die uns unterstützt haben. Und dann natürlich, als die Heuchler draußen war, die positive Resonanz auf das Album und die Band, wie sie auf der Bühne wirkt. Und das ist dann so ein bisschen das Payback, wo man dann stolz ist. Man hat es irgendwie durchgezogen und hat sie nicht unterkriegen lassen und das tut dann gut. Beiß mich, zeig mir deine Zähne und reiß mich. Beiß mich, zeig mir deine Zähne und reiß mich auf. Was auch auffällt am jetzt aktuellen Album, da gibt es auch französische Texte plötzlich. Seit wann reden die Bayern Französisch, oder? Wie kam das? Da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, nämlich als wir den Song geschrieben haben, ich hatte einfach diese Melodie im Kopf, das da, 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 das war einfach so im Refrain. Und man muss dazu sagen, Songwriting funktioniert bei uns so, der X-Team macht immer zuerst die Musik und dann muss ich mich als Sänger dazu quälen, einen geilen Text dazu zu schreiben, gell? Was manchmal gar nicht so einfach ist. Und dann hatte ich diese geile Melodie im Kopf und ich wollte unbedingt den Refrain so klingen lassen und ich fand kein deutsches Wort, was diese Melodie einfach... Und per Zufall habe ich einfach mal so ein bisschen Fremdwörterbücher durchgeschaut und dann kam L'aventure, hat super gepasst. Habe ich gleich nachgeschaut, weil so beschlagen bin ich in Französisch auch nicht. Bayer hin, Bayer her. Und dann heißt es das Abenteuer und da hatte ich sofort spontan gleich Textideen und so entstand dann auch der Text zu dem Song. Und das Lustige aber war wirklich, als ich dann den Song aufgenommen habe und wir dann quasi den anderen Bandmitgliedern so die ersten Songideen einfach so rumgeschickt haben, kam gleich spontan die Reaktion von Bam Bam, von unserem Schlagzeuger. Hey, geiler Song, ey, ich gruf's ab, aber was singt eigentlich Lex da? Arm und Tür? Du bist ohne Vater aufgewachsen, wenn ich das sagen darf, also ein Mamakind sozusagen. Woher sind die Info, hey? Das habe ich gar nicht so offiziell bisher verlauten lassen. Ja, ich bin ohne Vater aufgewachsen, aber es ist auch kein großes Problem. Also ich habe ein super Verhältnis zu meiner Mutter, auch ohne Mamakindchen zu sein. Muss ja nichts Schlechtes sein. Es ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Es ist inzwischen ja sogar oft auch Realität für viele Leute. Also das ist eigentlich überhaupt gar kein besonderes Thema für mich. Also ich habe da nie was vermisst und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwelche psychotischen Defizite habe jetzt in mir, die ich jetzt da mit der Musik ausleben will. Also ich glaube, da in der Hinsicht bin ich völlig langweilig. Das wollte ich gar nicht so ansprechen. Hätte ich dich auch nicht so eingeschätzt. Aber du bist als Kind viel auf Reisen gewesen. Warum war das so? Ja, das stimmt schon, weil meine Mutter war so in ihrer Jugend schon so ein bisschen zigeunermäßig. Also gar nicht,
gar nicht unbedingt gewollt, aber bei ihr war es halt so, alle 2 Jahre musste sie eine andere Stadt sehen, musste andere Leute treffen und da wurde halt der Alex eingepackt. Und da bin ich halt im Auto mitgefahren. Ich bin auch sowas wie ein Autokind. Kommt meinem jetzigen Beruf eigentlich auch sehr zugute, weil als Musiker ist man eigentlich always on the road und passt schon. Du bist ja jetzt das längst dienendste Mitglied sozusagen. Hast du auch so die familiäre Megaherzpflicht, Kontakt zu allen alten Mitgliedern zu pflegen und einmal im Jahr zum Heurigen auszuführen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Es verläuft sich auch viel. Jeder hat irgendwie selber den Arsch voller Arbeit und ist irgendwie, du kannst dir nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, ein Tonstudio zu bauen. Echt, ich möchte, also es ist der Hammer. Und das auch noch neben der Arbeit und neben dem Touren und so weiter. Also das ist halt, das Leben stellt seine Weichen und es ist nicht immer so, dass man sich dann trifft. Man trifft sich auf Tour. Wir haben mit den Jungs von Eisbrechern, wo ja 3 Leute sind, mit denen wir schon zusammen waren, haben wir super gefeiert irgendwie auf dem WGT abends im Dark Flower, war eine Mörderparty, wir haben nur gelacht und so, war echt fett. Wo im Übrigen dann danach das Gerücht entstand, Alex hätte mich verprügelt, aber das stimmt wirklich nicht. Wir haben zusammen einen gesoffen, so sieht es nämlich aus. Und zwar ganz schön gehörig. Ihr habt euch gegenseitig Märchen vorgelesen. Ja, genau. Ja, das ist, vielleicht sollte ich das nächstes Mal echt probieren. Vielleicht kann ich ja Alex dazu überreden, mir mal Märchen vorzulesen. Dann habe ich vielleicht endlich eine Vaterfigur. Alex, ich bin dein Vater. Ja, genau. Mulatscha!